Boys and Girls, die UCL Heroes sind endlich rausgekommen. Vorbestellbar war es ja bis zum 22. August. Jetzt sind die Packs schon da. Die große Frage ist, wie gut sind sie? Und vor allen Dingen, wann sind sie spielbar? Denn wenn ihr die Packs zieht, sind sie leider Gottes nicht direkt spielbar. Ihr werdet direkt rausgekickt. Die Frage ist, wann wird das behoben? Das kann ich euch nicht erzählen. Aber wir können uns mal angucken, wie gut sind sie denn. Es gibt einige Heroes, die echt gute Upgrades bekommen haben. Gerade was auch Skills und Weakfoot betrifft. Und nicht zu vergessen, für diejenigen, die es noch nicht bekommen haben. Ich weiß, da gibt es einige. Habt Geduld oder schaut mal in der Webapp vorbei. Da war zum Beispiel meins, aber es wird nicht bei der Konsole angezeigt. Lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir sehen uns morgen früh wieder beim hier in Review Pick, denn der ist ja auch rausgekommen. Abfahrt ist angesagt. Let's go. Da ist es, Jungs. Das untauschbare UCL-UWCL-Vorbestellungsset. Die Karten sind ja noch nicht in den Packs. Die Packs, die kommen aber erst Mitte Dezember in die Packs. So hat es zumindest EA kommuniziert, aber EA hat auch kommuniziert, dass die SPC oder die Packs, die wir bekommen sollten, ne, eigentlich auch erst 0 Uhr kommen. Aber wir fangen an mit Bombastor. UCL Hero. Gucken wir uns mal die Ärzte an. Ah, die haben ja auch dieses Special Design, ne? Ah, die sieht aber wirklich gut aus. Ohne Scheiß, die sieht richtig, richtig gut aus. Klappe nur für diejenigen, die halt Butcher gemacht haben. Aber die sieht echt, echt sauber aus. GG. Okay, Pack Nummer 2. Wir wollen Company. Oh Gott, das Kanuer. Das ist ein dickes F. Ich will Company, Ramirez, Tevez und Co. sehen. Aber ein Kanu will ich auf jeden Fall nicht sehen. Das ist ein dickes Ekelsep. Ich glaube, einer der schlechtesten Karten. Er stößt halt ab. Ist halt auch absoluter Quatsch. Nicht abstoßen, solche Karten. Spielt sie doch erstmal, Jungs. Drittes Pack, komm schon. Oh mein Gott, wir haben ihn. Chat, wir haben ihn. 3 Packs haben wir gebraucht, Jungs. 3 Packs haben wir gebraucht. Ramirez ist da. Let's go. GG. Wo kommt der denn auf einmal her? Alter Schwede, ist das stark. Dickes, dickes, dickes GG hat dich, mein Lieber. So, im Endeffekt, wenn ihr die Karten zieht, zockt sie einfach mal. Ne, zockt sie einfach mal. Vielleicht ist er ja trotzdem not bad. Das ist McManaman, oder? Oh, der hat Technical. Auch wieder ein dickes GG. 89er McManaman ist auch sauber. Klar, wir wissen aktuell die Preise nicht der Karten, ne? Aber die, klar, safe. GG. Sehr, sehr stark. Ich hab doch gar nicht gezogen, ne? Hä, was ist denn das? Ja, perfekt. EA hat einfach mal gesagt, bei Riese, nö. Da machen wir einfach mal keine Animation. Das tut mir leid, ey. Und Riese, ich bin ehrlich zu euch, gerade bei Riese ist halt das Problem, die Evo ist halt gefühlt besser als diese Karte, wenn man die macht. Also, schwierig. Next one. Littmann. Aber was sagt ihr zu Littmann? Hat er eine neue Liga, ist halt die Frage. Er hat immer noch Ehre de Wiese. Er wertet den ja clean aus. Die sehen wirklich clean aus, aber test sie ihn, mein Lieber. Einfach nur testen, ne? Komm schon, gönne. 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 Tschechien. ZOM Rosicki. Für mich persönlich Ehre. Ich glaube, der ist der nicht sogar Bundesliga jetzt, ne? Der Rosicki? Jawohl. Oh, den würde ich super gerne ziehen. Ohne Scheiß. Rosicki ist schon cool. Wegen BVB-Zeit halt. Würde ich schon sehr, sehr fühlen. Gerade auch das Bild mit dem BVB-Logo finde ich halt anders geil. Weiter geht die wilde Fahrt. Komm, gönne. Kanu wieder, oder? Ah, weiß ich nicht. Ja, teste ihn, aber ich glaube nicht, dass er gut ist. Bin ich ehrlich zu euch. Bitte gönne. Deutschland? Ketzler Nadine. Oh, die hat doch, glaube ich, sogar ein 90er Rating, oder? Die ist sauber. Ich fand die 88erin schon richtig gut. Boah, schön. Ich glaube, 2. Highest Rated Karte. Kommt schon, ich will heute jede einzelne Karte sehen. Mit Scott haben wir auf jeden Fall eine, die wir noch nicht gesehen haben. Vom Upgrade sieht die, glaube ich, auch nicht schlecht aus. Oh ja, oh, die sieht richtig gut aus. So ein bisschen ähnlich wie Neville, ne? So ein bisschen ähnlich wie die Neville SPC. Aber Scott gefällt mir von dem Wert, ne? Wirklich richtig gut. Gönne ihr. Manu. Hä, hey, warum kommt jetzt die Animation? Warum kam bei Riese einmal keine Animation und bei Riese einmal die Animation? Aber Manu ist wahrscheinlich auch nicht so das Geile, ne? Schade. Ma, Keen fühle ich jetzt nicht so sehr, bin ich ehrlich. Bitte? Nicht schon wieder Riese, oder? Was ist denn, was hatten wir jetzt hier eigentlich mit dem Back-to-Back-Riese? Hier, wir wollen die guten Karten sehen, nicht Riese. Ich will die kranken Karten haben, Mensch. Komm, gönne ihr. Oh, Berbatov. Was hat Berbatov für ein Upgrade bekommen? Ist halt die Frage.
Oh, er ist Bundesligaspieler sogar. Finde ich halt wie bei Rosicki eigentlich ganz cool, gerade wegen Bundesliga schon alleine. Klar, er ist nicht der Schnellste, aber ich find's schon, ich find's cool. Bitte? Wer ist denn das? Ich hab keine Ahnung, wer es ist, Chat. Ah, Beasley, oder? Ah, und er ist auch nochmal schneller geworden, ne? Der hat aber nur ein +1 zu seiner alten Karte bekommen. Finde ich jetzt auch nicht geil. Wo ist Tevez und Co? Portugal. LF, ist das Futre? Ist Futre jetzt LF, Chat? Oh, stark. Ah, Futre, einer der besten, die du ziehen kannst. Also, Alter, Futre ist geisteskrank. Der ist richtig, richtig sauber. Dickes GG. Gönne. Littmann. Ah, es gibt schon geile Karten, die man ziehen kann. Ich finde den Vialli auch sehr interessant, ne? Der hat halt 90 Pace und 91 Schieße. Aber manche, auch wenn sie jetzt im, auch wenn sie im +2 haben, ob man sie spielt am Ende, ist halt die andere Sache. Die Power Curve ist halt mittlerweile schon echt sehr, sehr hoch in FIFA. Das darf man halt nicht vergessen. Weiter geht die wilde Fahrt. Wieder mit dem Kanu Geras. Das sind wir ehrlich. Ein geschenkten Gaul, in Anführungszeichen. Schaut man nicht ins Maul, aber... Ja, für die Euro, die man da mehr bezahlt hat, hätte ich mir schon die bessere Karte vorgestellt. Klar, sind wir ehrlich. Next one, USA, LM Beasley again. Man müsste halt gucken, vielleicht, ob sie auch Weakfoot oder sowas Upgrades bekommen haben. Das weiß ich zum Beispiel auch nicht. Weakfoot Upgrades wären halt auch echt nice, wenn man ehrlich ist. Weakfoot Skill Move Upgrades, vielleicht neue Playstyles. Aber das kann ich euch leider Gottes noch nicht sagen. Next one. Kommt schon. Wieder Kanu. Ja, der wird halt, was das angeht, sind wir ehrlich, sehr, sehr oft genutzt, ne? Sehr, sehr oft genutzt von EA, um uns ein bisschen zu triggern. Man kennt es, ne? Ah, schade, mein Lieber. Come on. Oh, Berbatov again. Langsam brauchen wir mal wieder einen richtigen Kracher, Chat. Sind wir mal ehrlich, langsam brauchen wir mal wieder einen richtigen Kracher. Ich will sowas wie die Sarasu, Company, Tevez, sowas brauche ich noch, Chat. Gönne. Oh, ist das Rosicki? Das ist Rosicki. Und angeblich soll der jetzt 4-4 haben. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich das Upgrade war. Aber, ja, why not? Rosicki, Bundesliga, BVB-Karte. Genau mein Mann, Jungs. Das ist genau mein Mann. Den will ich ziehen. Du hast jetzt die Aufgabe, endlich mal hier diesen Company rauszuholen. McManaman ist auch fein. Da bin ich ehrlich, auch wenn wir es schon gesehen haben. Major, ich gönne ihn dir doch. Ich gönne ihn dir doch extrem. Come on. Das ist wieder Beasley. Da gibt es den direkten Skipper, Chat. Da gibt es den direkten Skipper. Schade, mein Lieber. Sehr, sehr schade. Kopf hoch. Next one. Portugal. LF wieder Futre. Krass. Let's go. Sehr, sehr geil. Seid ihr gegönnt, mein Schöner? Futre, anderer Banger. Endlich mal wieder der Banger, den wir brauchten. Littmann ist erstmal da. ZOM. Komm schon. Littmann. Mensch. Im Endeffekt... Ich würde ihn im ZOM echt mal testen. Du brauchst halt im Zentrum nicht mehr so viel Tempo dieses Jahr. Das ist halt das Geile. Test ihn einfach mal. Kann auch ZM einfach testen. Das ist das Einzige, was geht. Aber die Liga ist halt auch nicht so geil. Mag ich Smexy Finger. Wir gehen rein. Lass mich Tevez oder so ziehen. Ich kann das nicht. Ja, ist halt Arsenal, Ex-Arsenal-Spieler, ne? Aber selbst der ist ja Eredivisie. Der ist ja nicht mal mehr Premier League. Der ist ja komplett unnütz, diese Karte. Nichts gegen dich, Kanu, aber leider Gottes ist es halt einfach so, ne? Ich möchte jetzt bitte die kranke Karte haben. Come on. Gönne. Ey, willst du mich verarschen? Ich zieh zwei Packs von euch mit Magisch Maxi-Finger und ich krieg zweimal Kanu. Wer willst du hier verarschen, ey? Junge, Futre zum Beispiel hat statt 4-Sterne-Skills jetzt 5-Sterne-Skills bekommen, was halt echt geil ist. Aber wir sehen jetzt mittlerweile immer nur noch die gleichen, ne? Also, ey, wir können jetzt auch langsam mal loslegen mit einer richtig kranken Sache. Da ist sowas wie Company und Tevez, wollen wir schon gerne nochmal sehen. Wäre zumindest ganz geil. Sonst, wenn ein Video geschickt wurde, zeige ich euch das noch. Come on. Gönne. England. RM. McManaman. Endlich mal wieder eine geile Karte. McManaman sieht halt wirklich, wirklich sauber aus. Sehr, sehr stark. GG. Freut mich für dich. Endlich mal wieder ein guter Pull. Mit Technike. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der abgeht, ne? Come on. Oh, wieder Futre. Nee, Rui Costa. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Den Rui. Der ist wieder Serie A. Er ist halt trotzdem 89er Rating. Gute Passwerte, Tripling passt. Ja, muss man testen, ne? Wenn sie zu spielen sind, das ist halt die Frage, ne? Wann sind sie zu spielen? Gönne, yay.
Berbatov. Also ich ziehe euch heute wirklich keine guten Packs. Ich bin ehrlich, Chat. Ich ziehe euch halt wirklich heute keine guten Packs. Leider Gottes. Das tut schon weh. Man kann sich Spiele auswechseln, trotzdem ist es, ob die LOW sind. Deswegen halt, ne? Oha, hier hat jemand Tevez gezogen, Chat. Hier hat jemand Tevez gezogen, ne? Der soll anscheinend 5-Sterne-Skills haben, ne? Das müsste dann rein theoretisch nochmal stärker sein als Ramirez, oder, Jungs? Eigentlich kann ich mir schon vorstellen. Krasse Karte. Okay, gehen wir rein, Chat. Abfahrt. Jungs, viel Erfolg. Ach, Kanu. Was soll ich dazu noch sagen? Schreibt mir auf jeden Fall gerne rein, was ihr in eurem Anführungszeichen kostenlosen Pack hattet. Lasst auf jeden Fall lieber auf das Video da. Und hoffen wir mal, dass sie bald zu ziehen sind. Und schreibt mir gerne mal rein, was denkt ihr, wer wird in 2 Wochen, wenn sie in die Packs kommen, die teuerste Karte werden. Ne? Da bin ich sehr gespannt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Kuss.